Hey Leute, wie erwartet und dieses Mal auch ohne Verzögerung erscheint nun morgen der wirklich allerletzte Patch für Star Wars Battlefront 2. Der Patch ist, eigentlich wie sich alle schon gedacht haben, nicht wirklich groß und widmet sich nur den allerwichtigsten Sachen. Man muss eben beachten, dass die Arbeiten an diesem Spiel schon offiziell vorbei sind und wir froh sein können, dass wir überhaupt noch ein bisschen Balancing bekommen haben und nicht so wie im Battlefront 2015 jede Menge Sachen einfach viel zu OP geblieben sind. Aber gehen wir direkt in die Patch Notes rein. Die Challenge für den Darth Maul Skin wurde nun offiziell von 5000 Kills mit Darth Maul auf 5000 Kills mit irgendeinem Schurken geändert. Gleiches gilt auch für die Skins von Farmjunge Luke und Prinzessin Leia. Hier könnt ihr die 2500 Kills, die ihr dafür braucht, mit egal welchem Helden sammeln. Ben hat übrigens auch auf Twitter bestätigt, dass die Kills, die ihr jetzt schon für diese drei Challenges gemacht habt, übernommen werden, sodass ihr nicht wieder von vorne mit den 5000 Kills anfangen müsst, sondern die Kills einfach hinzugerechnet werden. Dann gibt es einen Nerf für Darth Vader. Sein Lichtschwertwurf wird nun nicht mehr one-shotten, denn der Schaden wurde von 150 auf 130 gesenkt. Zumindest auf dem Rückweg des Lichtschwerts sollte aber dann noch ein One-Shot drin sein. Zudem wurde seine Sternkarte Intensiver Lichtschwertwurf, welche extra Schaden auf dem Rückweg des Lichtschwertwurfs macht, angepasst, nämlich auf 15, 20, 25 und dann 30 auf epischer Stufe. Als kleiner Vergleich, bis jetzt gab es auf epischer Stufe 40 Bonusschaden. Außerdem erhalten alle Spieler, die von Darth Vader gewürgt werden und gleichzeitig von seinem Lichtschwertwurf getroffen werden, von diesem nur halben Schaden. Damit soll die Combo zwar abgeschwächt werden und vor allem Helden sollten dann nicht so viel Schaden abbekommen wie zuvor, aber man kann das Lichtschwert ja trotzdem noch direkt nach dem Würgegriff werfen und damit die Schadensreduzierung umgehen und damit genauso viel Schaden an den Gegner machen wie zuvor. Auch Kylo Ren erhält einen kleinen Nerf, genauer gesagt seine Reisereifähigkeit. Sie macht nun 10 Schaden weniger, also anstatt 125 nur noch 115 Schaden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nun heißt, dass Kylo Ren mit der Reisereifähigkeit Gegner nicht mehr one-shotten kann oder nicht. Das wird sich dann morgen nach dem Patch herausstellen. Und das waren eigentlich die Balance-Veränderungen in diesem finalen Patch. Um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich mit etwas mehr gerechnet, zumal die zwei Changes für Darth Vader und für Kylo Ren schon vor ein paar Tagen enthüllt worden sind und ich dachte, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Balance-Änderungen bekommen. Vor allem General Grievous mit seinem Clown-Ansturm ist derzeit viel zu OP und es gibt bestimmt auch noch einige andere Dinge in diesem Spiel, denen ein paar Balance-Veränderungen gut getan hätten. Und in diesem Patch werden natürlich auch noch einige Bugs behoben, darunter, dass nun besser verhindert werden soll, dass alle Spieler in ein einziges Team gesteckt werden, die verbesserte Kühlung-Modifikation am DL18 sollte nun endlich funktionieren und der Bug wurde behoben, dass bestimmte Gegenstände trotz Freischaltung immer noch gesperrt geblieben sind. Dann gibt es einige Stabilitätsverbesserungen für das Gameplay des imperialen Raketentruppplatzes und dem der ersten Ordnung. Die KI-Klone auf dem Venator-Kreuzer haben nun Phase 2 Skins und nicht mehr Phase 1 Skins. Der kämpft als einer Leinstein, sollte nun euren Fortschritt im Koop richtig tracken. Außerdem wurden Fehler in der Beschreibung für die Venator und Dreadnought Map in Instant Action Co-op behoben. Das KI-Verhalten bei Kommandoposten E auf dem Todesstern 2 soll nun gefixt sein, anscheinend haben die dort nicht richtig funktioniert. Und die Probleme, dass man manchmal falsche Ansagen gehört hat bei Phasenübergängen in Galaktischer Angriff und Vorherrschaft, wenn man als Held gespielt hat und das Spielernamen manchmal mit der Kill-Benachrichtigung überlappten, wurden nun auch behoben. Und zuletzt gibt es dann noch zwei UI-Fixes. Die Chat-Optionen, die ja nur für PC sind, wurden nun aus dem Menü der Konsolen entfernt und der Deckkraft-Slider für Einsatzziele, also wie durchsichtig diese Anzeige ist, gibt es nun auch für die Fortschrittsanzeige, Squad-Anzeige, Textanzeigen und Anzahl an und Kämpfern an Kommandoposten. Und das sind alle Inhalte für den finalen Patch für Star Wars Battlefront 2. Meiner Meinung nach etwas ernüchternd, was die Balance-Changes angeht, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass DICE immer noch von zu Hause arbeitet und wahrscheinlich auch nur ein sehr kleines Team an diesem Patch gearbeitet hat und natürlich, dass die offiziellen Arbeiten und der Support schon einen ganzen Monat zu Ende sind und wir uns deshalb über diesen Patch freuen sollten und wir uns glücklich schätzen sollten, dass wir ihn noch bekommen haben. Schreibt unbedingt unten in die Kommentare, was ihr von den Änderungen, vor allem für Kylo und Darth Vader, findet und auf welche Balance-Veränderungen ihr im letzten Patch vermisst. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht wie immer das Video zu liken, zu abonnieren, wenn ihr neu seid, schaut mal auf meinem Instagram-Profil vorbei und damit bis zum nächsten Mal.